hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video werde ich versuchen, auf meinem Zweitrechner, ja, den ich ja hauptsächlich so als Art Server benutze, Linux Mint zu installieren. Warum Linux Mint? Okay, ich logge mich erstmal ein, das zeige ich euch mal eben. Weil das Problem an der neuen Ubuntu-Version ist nämlich, es hat so ein paar kleine Merkwürdigkeiten, die mich irgendwie jetzt doch im Laufe der letzten Monate ein wenig stören. So, zum Beispiel, wenn ich den Rechner jetzt hochgeladen habe, dann ist das Problem, aber ich starte jetzt mal den Dateibrowser, also in dem Fall standardmäßig, der installiert ist, Dateien oder Nautilus, wie der sich immer schimpft, und das dauert mir ehrlich gesagt viel zu lange. Und so ist es auch bei einigen anderen Programmen, dass die beim ersten Start aus irgendwelchen Gründen total lange brauchen. Und jetzt auch schon wieder, jetzt Terminalfenster. Dauert. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe so ziemlich alles, aber keine Zeit. Ich muss jetzt extra erstmal ganz kurz noch mit der Actioncam hier auf. Und wir dann gleich per OBS rüber switchen. Passiert irgendwie gar nichts, ne? Ich klicke jetzt nochmal drauf. Ja, jetzt kommt es. Also das, woran das liegt, ich weiß es nicht. Ja, und jetzt switche ich mal ganz kurz rüber per OBS, dann habt ihr auch eine bessere Bildqualität. Ja, im Endeffekt handelt es sich jetzt um diesen Rechner hier. Ich weiß nicht, ob man da was sehen kann. Ja, das ist ein alter Gaming-PC aus dem Jahre 2014. Ja, hat eine Nvidia-Grafikkarte. Aber für meine Zwecke reicht der. Der wurde so ein bisschen aufgerüstet. Hat jetzt mittlerweile auch zwei SSD-Festplatten drin. Und das war es eigentlich schon. Aber für meine Zwecke, also als Datengroup, reicht der auf jeden Fall. Und jetzt wären wir schon mit meinem Rechner verbunden. Dann schauen wir mal eben ganz kurz nach, was wir so Schönes haben. Ich gebe mal ein Rechner. Und dann wird mir schön geprintet, was hier alles so Schönes drauf ist. Also ich habe noch ein Ubuntu 24.04 LTS-Version mit dem Kernel 6.8. Gparted. Ich starte mal eben Gparted. Und zwar schaue ich erstmal nach, ob ich jetzt alles löschen muss. Ich befürchte, ich muss alles löschen. Und dann dementsprechend Linux Mint draufpacken, weil hier in dem Rechner sind zwar zwei SSD-Platten drauf, aber die sind nicht so groß. Genau, SDA und SDAB. SDD wäre der USB-Stick. Gut, das wäre jetzt hier 118 GB. Genau, hier ist das eigentliche Betriebssystem drauf. Und hier auf der zweiten SSD-Karte ist eigentlich nur Swap. Und dann habe ich hier noch eine freie Partition. Genau, da wollte ich eigentlich mein Home-Verzeichnis rausmachen. Aber irgendwie bin ich da noch nie zu gekommen, weil wenn ich jetzt hier mal gucke, Information, hier steht nicht eingehängt. Genau, bei den anderen müsste eigentlich eingehängt stehen. Oder Swap aktiv, oder besser gesagt aktiv. So können wir es auch mal so ein bisschen überprüfen. Und die wäre dann auch eingehängt als... Ja, hier auch ganz komisch, irgendwie als Snap irgendwie eingehängt. Vielleicht ist er deswegen auch ein bisschen langsam. Und hier habe ich noch irgendwie so eine Boot-EFI. Genau, die ist uninteressant. Und zwar möchte ich auf der SDB1 möchte ich jetzt Linux Mint installieren. Ja, warum möchte ich das? Weil, wie ich ja vorhin schon gezeigt habe, sind... Beim Erststart, nicht alle App brauchen halt eben ziemlich lange. Jetzt so beim zweiten, wenn einmal alles so einmal hochgefahren ist, dann läuft alles zügig und flüssig. Aber aus irgendwelchen Gründen beim Erststart, viele Anwendungen, ist nicht bei allen, dauert es halt eben ziemlich lange. Die geht wieder flott an. Ich kann hier nochmal so ein paar Stichproben machen. Ja, das ging eigentlich auch relativ flott. Ja, das war ein Punkt und auch noch ein anderer Punkt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, das Betriebssystem läuft nicht so ganz rund. Auch wenn ich jetzt über ein Software Center hier irgendwie etwas installieren möchte, dann bricht er da ab und zu mal ab. Ja, oder
das Fenster lässt sich hier gar nicht mehr schließen. Und solche Geschichten halt eben. Also vielleicht sollte ich noch ein Point Release abwarten, das werde ich auch machen. Deswegen halt eben das Ganze als Dual-Boot-System. Also wie gesagt, sonst läuft schon alles flüssig. Da sind nur so ein paar Kleinigkeiten und ja, aus diesem Grund möchte ich halt eben jetzt ein anderes Betriebssystem noch zusätzlich mit drauf haben. Wie gesagt, das ist ja mein Zweitrechner und der ist ja eh so ein bisschen so zum Rumspielen gedacht und im Gegensatz zu meinem Hauptrechner, den ich ja wirklich für produktive Arbeit benutze, ist der wirklich so ein reiner Spielecomputer. Nicht Spiele in Form von Zocken, sondern Spielen in Form von, ja, irgendwie in Dateisystem so ein bisschen rumspielen, nenne ich es einfach mal. Gut, ich gehe auf der Seite von Linux Mint einmal drauf. So, abbrechen. Genau, da wird man sofort, das finde ich auch ganz gut gemacht, sofort, was will man auf der Seite in erster Linie Betriebssystem runterladen, ne? Und da hat man sofort den Knopf hier parat und auch sofort richtige Desktop-Version. Einfach auf Download und fertig. Und ich habe das eigentlich auch immer so gehandhabt, also auch so bei anderen Betriebssystemen, dass ich immer die Desktop-Oberfläche nehme, für die sie eigentlich hauptsächlich entwickelt wurde. Und das ist nun mal bei Linux Mint dieses Cinnamon. Und damit fährt man eigentlich auch am besten. Keine Ahnung, wenn ich jetzt OpenSUSE nehme, dann wäre das halt eben KDE. Genau, da fährt man eigentlich so am besten mit. Das ist so meine Erfahrung. Nur so am Rande mal erwähnt. Genau. So, ich gehe auf Downloads. Und dann wähle ich dementsprechend mir einen passenden Server aus. Ich nehme jetzt hier einen aus der Mitte. Welchen nehmen wir denn mal? Hier Berlin. Und dann laden wir ihn einfach mal herunter. Oh, das geht so. Oh, da geht er richtig schnell. 48, 40, 30 Sekunden. Also, wenn das mal nicht schnell ist, ja, da habe ich einen richtigen Spiegel-Server hier verwendet. Aber da passt schon. Oh, da ging ja wirklich super schnell. Also, da schon mal ein Lob an Linux Mint. Also, ich glaube, so schnell habe ich noch nie 2,7 GB als ISO heruntergeladen. Ich muss erstmal einen USB-Stick einstöpseln. So, einfach mal rein damit. So, USB-Stick ist drin. Dann gehe ich auf Startmedienersteller oder Startmedium erstellen. Genau, Linux Mint wird sofort richtig erkannt. Aus dem Downloads-Verzeichnis auf dem USB-Stick ist noch 22.04.Release3 drauf. Ich sage trotzdem das Ganze installieren. Alle Daten gehen verloren, das macht nichts. Ich drücke Ja, vergebe noch das Passwort. Ja, und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn der Datenträger erstellt worden ist. So, mein USB-Stick, der wäre dementsprechend jetzt beschrieben mit dem ISO drauf. Hier ist also praktisch Linux Mint 22.04, hätte ich beinahe gesagt. Ne, wie heißt das? Linux 22, ne? Also das aktuelle drauf. Ist übrigens einer aus dem DM-Markt. Ich weiß, man darf zwar hier keine Werbung machen, aber wie gesagt, den habe ich selbst bezahlt. Ich glaube, der kostet auch unter 10 Euro, 64 GB und der ist verdammt schnell. Von denen habe ich mittlerweile, glaube ich, 4 Stück oder so und habe damit auch nie Probleme gehabt. Also wenn jemand einen günstigen, schnellen USB-Stick sucht, geht zum DM-Markt und nimmt den. Nur so am Rande erwähnt. Gut, ich würde sagen, ich mache mal meine Action-Cam wieder an und die weiteren Aufnahmen sind dann dementsprechend von außen. Oh, jetzt muss ich F12 schnell drücken. Also das ist ja von BIOS zu BIOS ein bisschen unterschiedlich. Also in meinem Fall wäre das halt eben F12. Das wurde, glaube ich, nicht genommen. Ah, da hat er. So, jetzt muss ich gucken. Ja, ist natürlich die gute Frage. Einmal Ubuntu, das wäre dann Normalstart. Oder ich nehme dann die Partition 1 von dem USB-Stick. Genau, und schon wären wir in Group von dem USB-Stick drin. Ich wähle das erste aus. Ah, die Maus wird schon erkannt. Bewegen kann man sie auch. Ja, das ging eigentlich auch recht schnell. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal hier sofort direkt auf Install. Open. So, ich wähle natürlich Deutsch aus. Sage ihm weiter. Deutsch, German passt auch. Dann kann man hier noch einen Tastaturtest machen. Ein Z ist ein Z und ein Ö ist ein Ö. Dann wird der Rest auch passen. Ich sage ihm weiter. Multimedia-Codex möchte ich auch haben.
Und da brauche ich jetzt ein bisschen kleiner ist die Schrift. Also im Original ist die Schrift, finde ich, auch ein bisschen sehr klein. Aber das kann man hinterher, meine ich, alles einstellen. Ich könnte mir es jetzt einfach machen und einfach sagen, Linux Mint neben Ubuntu 24.04 installieren. Oder ich gehe mal auf etwas anderes. Und wir haben ja gesagt, auf SDB 1, genau die hier. Ja, genau die nehme ich auch, weil die ist jetzt eh unbenutzt. Machen wir mal ändern. Partition nicht benutzt. Hier machen wir ext4. Partition formatieren und wir sagen einfach nur Slash. Ja, das war es auch schon. Ich checke nochmal einmal alles nach. SDB1. Wo ist SDB1? Ah, hier unten. Das Fenster könnte hier ruhig ein bisschen größer sein. Kann man hier auch nicht verstellen. Okay, ich habe immerhin 376 GB, so ganz grob. Und das sollte auf jeden Fall passen. Bootloader hat er jetzt automatisch SDA sich ausgesucht, lasse ich auch mal so. Und sage einfach weiter. Ja, nochmal weiter. Und ich bin natürlich der Tuxer. Tuxer, nennen wir es mal Tuxer PC. Tuxer, Passwort. Ups, ich habe es eigentlich verschrieben. So, automatisch anmelden, nein, möchte nicht persönliche Ordner verschlüsseln, nein, das möchte ich auch nicht. Das heißt, eh nur so ein Spielecomputer und dann passt das schon. Ich mache mir hier mal ganz gerne die Dokumentation mit an. Dann kann man auch noch ein bisschen gucken, was er da so treibt. Ja, der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn der Installationsprozess beendet ist. So, und damit wäre jetzt OBS auch am Start. Jetzt habe ich leider gerade vergessen, die Aufnahme zu starten. Jetzt habe ich jetzt schon das eine oder andere da schon so ein bisschen durchgeführt. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe einmal Update ausgeführt und jetzt installiere ich als nächstes so ein paar Standardprogramme. Ich kann hier ja nochmal so hoch scrollen. Wo war der Befehl? Hier oben. Ja, nichts Wildes. Kdenlive, VLC, Reminder, QMapCheck und Viking. Ja, das sind hier zwei Programme, die sind für OpenStreetMap interessant, wenn man eine eigene Karte erstellt oder eigene Touren plant, sage ich einfach mal. Kommt auch ganz gut mit GPX-Dateien klar. Und das Pardon zu QMapCheck wäre übrigens von Garmin, wie heißt das nochmal? Von Garmin, genau, Basecamp, das wäre jetzt praktisch. Basecamp wäre die Linux- oder Mac-Variante und QMapCheck wäre die Open-Source-Variante. Ja, Rebinner kennt ja jeder, ist für einen Home-Server, VLC ist auch klar und Kdenlive sowieso. Ja, was habe ich noch gemacht? Das war's, genau. Und dann habe ich noch einen Test durchgeführt. Installation ist zu Ende. Und zwar, wie schnell öffnet sich jetzt Dateien, also der Dateibrowser. Und simsalabim, da wäre er da. Also bedeutend schneller als unter Ubuntu. Und natürlich das Schöne ist jetzt hier, er hat natürlich jetzt hier so ein paar Zusatzfeatures, sage ich mal. Jetzt habe ich hier vorhin schon so ein paar Ordner mal bunt gemacht. Sowas finde ich auch gut. Sagen wir, der soll grün sein. Ja, also auf so einen Quatsch stehe ich natürlich. Wer mich kennt. Dann habe ich noch versucht, ein paar Effekte einzufügen. Effekte. Ich habe jetzt zwar alles, hier ist überall ein Haken dran und hier habe ich auf Fliegen gestellt. Fenster werden geschlossen, fliegen. So, ich schließe mein Fenster. Na, fliegt da was? Ist das schon unter Fliegen? Also mein Ziel wäre jetzt, mich hauptsächlich mit Cinnamon zu beschäftigen, das als mein, ja, Hauptsystem zu verwenden, also für den Server jetzt zumindest, abgesehen von meinem Laptop, der bleibt so wie er ist. Ich mache die Leiste eben noch nach oben. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie man die jetzt. Was ist denn das jetzt hier für ein grüner Punkt? Habe ich da jetzt Murks gemacht? Ah ja, dieser grüne Punkt wäre weg. Okay. Ach da, hier steht es doch, verschieben.
Ja, herrlich. So muss das sein. So, wie wird die ganze Geschichte jetzt hier wieder dunkel? Wo ist sie jetzt rot? Verschieben, Leisten, Einstellung. Ah ja, okay. Jetzt wäre die wieder so, wie es sein sollte. Habe ich die Leiste oben. Mir gefällt das persönlich besser. Ist natürlich auch ein bisschen Gewohnheitsansicht-Sache. Die Einstellung geht auch. Dann kann ich hier so umswitchen. Prima. Wenn ich jetzt meinen Commodore sehen möchte, mal gucken, ob es auch geht. Wir geben hier mal ein C64. Welcher war das jetzt? War das der? Nein. War das der? Der. Ich mach mal ganz kurz aus. Wieder an. Ah ja, genau. Da wäre jetzt mein Commodore. Das Bild skalieren wir jetzt. Ungefähr so. Kann man ein bisschen rüberschieben. Ich drücke mal hier F3. Jawohl, das sieht doch gut aus. Ja, dann kann man sich das Bild hier noch so ein bisschen hier so zurechtzuppen, dass man das sieht, was man sehen will. Sagen wir mal so. Ja, dann könnte ich jetzt zum Beispiel hier auch sagen, ich möchte jetzt hier die Tasten auch haben. Muss ich nur die Kamera natürlich umplatzieren. Das sind ja jetzt die falschen Tasten hier, ne? Ein bisschen kleiner. Und ich möchte jetzt hier auch Face. Da wäre ich wieder. Prima, das funktioniert alles. Ja, da scheint alles zu klappen. So, was könnte ich denn nochmal testen unter Cinnamon? Ich könnte ja mal gucken, was wir für eine Java-Version haben. Ich denke mal überhaupt keine. Ich gebe dazu ein Java minus minus Version. Und das wäre bei Ubuntu auch so. Und er schlägt mir aber hier als erstes einen anderen vor. Die Reihenfolge ist jetzt hier ein bisschen anders. Also unter Ubuntu schlägt er mir erstmal den vor. Ich installiere mal den gleichen, weil wir wollen ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das geht eigentlich ruckzuck. Ja, prima. Wenn wir jetzt die Java-Java-Version eingeben, dann haben wir OpenJDK 21. Okay, ich teste mal, ob meine Java-Anwendung funktionieren. Dazu gehen wir einmal auf meine Homepage und die lautet wie folgt: Jimdo Site MTB-Tour Map. Genau, da hätten wir sie schon. Das wäre meine Homepage. Machen wir mal sofort hier ein Lesezeichen hin. Ich. Das bin ich. Genau, und zwar kann man sich hier auch zwei Pakete runterladen. Einmal den Map Composer zum Erstellen von OSM-Datenkarten. Basiert auf Java und da habe ich so ein Bash-Skript hinterlegt. Und dann kann man das direkt als Deb-Paket installieren. Dann müsste man eigentlich auf meine Nextcloud kommen. Okay, das dauert jetzt einen Moment. Hat auch nur 7,5 Megabyte. Und eigentlich will ich es über die Konsole installieren, aber ich möchte es jetzt mal ganz gerne über die Anwendungsverwaltung installieren. Rechte Maustaste öffnen mit GDebi. Ah, GDebi ist auch standardmäßig sofort installiert. Ja, das ist ja mal cool. Ich meine, das wäre bei Ubuntu nicht. Mal gucken, was da so passiert. Ja, es geht ruckzuck. Geben wir mal ein Map Composer. Ja, da wäre schon mit Icon-Eintrag. Prima. Und auch das Menü wird angezeigt. Ich gebe ihn jetzt mal an 64 GB, also mit Swap. Swap hat man 64 GB. So, und zwar hat man dann hier Map Composer. Hier sind auch die ganzen Dateien als Kopie mit hinterlegt. Das habe ich extra so gemacht. Das hat programmtechnische Gründe. Jetzt darauf einzugehen, würde ich ein bisschen Rahmen sprengen. Ja, und ich würde sagen, es funktioniert. So, und das Ganze machen wir jetzt aber im Track Guru auf meiner Homepage. Gleiche Prinzip. Ist auch wieder ein Java-Programm. Dazu gibt es ein Bash-Skript. Und genau, das hat mich praktisch dann erstellt, dass man das dann ganz bequem auch dementsprechend installieren kann. So, wir wechseln das Verzeichnis, Downloads. Und da hätten wir schon beide Pakete.
sudo nicht apt, sondern dpkg-i und dann nehmen wir den Track-Guru. Mal vertippt? Tatsächlich. Ja, das war schon. Ich glaube, nur 700 Kilobyte oder irgendwie sowas. Dann gehen wir mal, ja, mal ein. Track-Guru. Da haben wir ihn schon. Was ist das denn hier? Warum ist hier so ein komischer Eintrag? Finde ich aber blöd. Vielleicht wäre das Installationsmedium. Warum zeigt er mir das Installation? Da, das Depp. Warum zeigt er mir das hier an? Das möchte ich mal jetzt ganz gerne wissen. Wenn ich ihn jetzt hier rausnehme. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich lösche die mal eben. Das geben wir nochmal ein. Track mir immer noch. Hä? Was? Wieso? Wo kommst du her? Das finde ich blöd. Keine Ahnung. Okay, nichts mehr denken. Track-Guru. Und auch das läuft ohne Probleme. Ja, funktioniert auf jeden Fall auch. Das wäre jetzt zwar schon ein GPX-Track, den ich abgeradelt bin. Diesen Sommer. 360 Kilometer, 4 Tage. Genau, das funktioniert auch schon mal sehr gut. Ich gehe noch mal so ganz kurz hier so ein bisschen hier so durchs Menü. Wenn ich noch was Interessantes finde, dann melde ich mich noch mal. Da habe ich schon was gefunden. Warpinator ist auch sofort installiert. Der Linux Guide schwärmt ja da so von. Und dann werde ich bei der Gelegenheit das auch mal sofort testen. So eine schöne TV-App, meine ich. Da hätten wir es. Hypnotics. Gucken wir mal, ob das auch funktioniert. Germany, da haben wir es. ARD, ZDF. Ja, das scheint zu funktionieren, ne? Zurück, das ist doch völlig da, in Ordnung. Olympia, jetzt einmal hier reinkommen. Im Hintergrund. Klar, kann man es aber in Webbrowser, aber wenn man jetzt hier so eine App hat, ich mache den Ton mal eben aus. Deluxe-Musik. Kann man auch schon mal Hintergrund laufen lassen. Was ist das gemacht? Oh, J-Lo. J-Lo ist auch immer gut. Ja, und solche Geschichte. Dritte Programme sind drin. WDR auch. Achso. Warum den WDR? Ja, prima. Dann haben wir alle wichtigsten Programme. Werden auf jeden Fall dann auch out of the box dann dementsprechend wiedergegeben. Das finde ich gut. Sudo. Sudap install. Weine. Ja, dann könnte ich bei der Gelegenheit sofort Weine testen. Zum Beispiel mit Tom Prider Level Editor. Das ist auch so ein Fanprojekt. Und hier kann man sich auch etliche Spiele herunterladen. Ich nehme jetzt irgendeins hier. Ich nehme irgendeins hier aus dem Jahre 2024. Ah, Pyramid. Ah, das sieht doch gut aus. Dann gehe ich hier auf Download. Und gehe nochmal auf Download. Ja, 700 Megabyte. Gut. Aber es geht ja auch ruckzuck. Und Weine wäre damit auch installiert. Das heißt, es fehlt noch Q4-Weine. Q4-Weine. Ist, finde ich, sogar wichtiger als Weine. Warum, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Weil in vielen Situationen ist es ganz einfach, ein Programm zu starten. Natürlich erstmal entpacken. Schwuppdiwupp. So, TOMP4-Exe. Einfach rechte Maustaste, öffne mit Q4-Weine. Bei der ersten Installation oder beim ersten Start, dann kommt hier dieses Fenster noch. Einfach bestätigen. Ich mache da eigentlich gar nichts dran. Einfach nur weiter. Bliblablub. Kein Proxy. Nein, weiter. Einfach weiter. Einfach fertigstellen. Einfach okay. Und dann konfiguriert aber allererst nochmal Weine für sich. Passt es am System an. Und dann sollte es eigentlich laufen. Genau, das kommt auch beim allerersten Mal. Einmal Grafikkarte wird erkannt. Muss ich ganz kurz gucken. Hier machen wir eben noch mit der Auflösung. Machen wir mal volle Pulle. Weil wir wollen es ja auch schön haben. 16-Bit. Ach komm, wir machen 32-Bit-Farben. Ich glaube, hier muss auch noch irgendwo ein Haken dran. Ist egal. Ich lasse das jetzt so.
Und dann sollte eigentlich Ton schon mal da. Ja, und dann kann man auch Tomb Raider spielen. Wir machen New Game. Ja, durch OBS ruckelt es jetzt ein bisschen. Ja, jetzt ist doch ein bisschen mehr ruckelig. Aber wie gesagt, das liegt in den Servern, weil OBS jetzt im Hintergrund läuft. Und wie gesagt, der Rechner ist auch nicht mehr so ganz up to date. Okay, mit Alt 4 komme ich, glaube ich, wieder raus. Ja, den Weinetest hat jetzt Linux Mint auch überstanden. Oder bestanden, nicht überstanden. So, ich schaue noch mal ganz kurz hinein. Kann man das Fenster eigentlich auf Maximum machen? Über den ganzen Bildschirm? Ne, geht leider nicht. Das wäre cool. Ja, Systemeinstellung, Effekte. Ja, irgendwie gehen die Effekte bei mir nicht. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich auch erst einen Neustart machen. Hintergrundbilder, ja, ist okay, machen wir das, ist ein bisschen heller, ne? Das ist ein bisschen quietschiger. Komm, wir machen mal quietschig. Bildschirmschoner, sowas gibt's noch? Okay. Erweiterungen, was gibt's denn hier für Erweiterungen? Downloads. Machen wir mal Wobbly. Da haben wir sie doch. Ja, die wollen wir doch mal haben. Gibt's auch einen Cube? Cube gibt's auch. Cool. Compass. Okay, hatten wir damit. Was gibt's noch? Oder Burn? Burn gibt's nicht. Schade. Wie kann man den jetzt aktivieren, den Cube? Systemeinstellung. Unter Effekte vielleicht. Haben wir jetzt hier den Cube? No. Ey, möchte ich jetzt Cube haben? Wie stelle ich jetzt die Cube ein? Das muss unter Effekte sein, oder nicht? Nee, finde ich jetzt nicht wieder. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das jetzt vorhin... Ich kann hier auch nicht mehr auf Downloads klicken. Also irgendwie habe ich mich jetzt wohl da ein wenig verklickt, wie auch immer. Wobbly Fenster sind immer noch nicht aktiv. Okay, das muss ich mir noch schlau machen, wie das funktioniert. Der eine oder andere Linux Mint User, der wird jetzt bestimmt lachen. Muss nur hier klicken oder da klicken, wie auch immer. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich werde auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen oder vielleicht sogar Monate mich hauptsächlich jetzt mit Linux Mint und dem Cinnamon Desktop beschäftigen. Vielleicht ist das ja eine gute Alternative zu Ubuntu für mich auch. Und ich werde auf jeden Fall da auf dem Laufenden halten. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!